Auch heute ein paar Infos aus dem Rathaus. Zum einen startet von uns gerade so eine neue Infokampagne im Zusammenhang mit dem Klimaaufbruch. Und worum geht's? Nämlich darum, was jeder von uns tun kann und auch jeden Tag tun kann, nämlich beim Essen. Sich einfach die Frage stellen, wie kann ich denn mit meiner Ernährung dazu beitragen, dass das, was ich esse, auch ein klein bisschen besser für unsere Umwelt, aber auch fürs Klima ist. Da kann tatsächlich jeder was tun. Klicken Sie einfach mal rein, gibt es ganz viele Tipps. Und was auch schön ist, es gibt ganz viel, was auch Lebensmittelerzeuger hier in der Region unterstützt, wo man also auch noch einen Beitrag dazu leistet, dass so die regionale Wertschöpfung besser funktioniert. Zweites Thema, das habe ich hier in der Hand, jetzt drehe ich es auch um. Gut beraten, günstig leben, das ist eine Broschüre, die die Stadt Erlangen rausgibt, für all diejenigen Menschen, die auch in unserer Stadt, auch in unserer reichen Stadt aufs Geld schauen müssen. Da sind ganz viele Tipps drin, wo man entweder Angebote gratis bekommen kann oder wo man Sachen günstiger bekommen kann. Wird auch nochmal darauf hingewiesen, was gibt es alles mit dem Erlangen-Pass. Und da ganz aktuell, weil jetzt Weihnachten vor der Tür steht, Erlangen on Ice startet heute am Freitag. Und da kann man zum Beispiel mit dem Erlangen-Pass auch kostenlos teilnehmen. Das ist ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Und ich bin mir sicher, da findet tatsächlich jeder einen guten Tipp. Und apropos Weihnachten, wenn es am Freitag jetzt losgeht mit Erlangen on Ice, dann geht es am Montag gleich weiter mit der Eröffnung von allen drei Weihnachtsmärkten, also der Waldweihnacht am Schlossplatz, dem historischen Weihnachtsmarkt, dem mittelalterlichen am Neustädter Kirchplatz und am Altstädter Kirchplatz mit, ja, dem etwas anderen und ganz besonderen Markt. Ich werde alle drei eröffnen und ich freue mich drauf, in den nächsten Wochen vor Weihnachten viele von Ihnen auf den Märkten zu treffen und auch so gemeinsam ganz, ganz langsam auch in Weihnachtsstimmung zu kommen. In dem Sinne, schönes Wochenende.